Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Mit mir auf dem Dosenloop-Kanal. Und das ist jetzt die 28. Folge, müsste das sein. Und wir, nachdem wir das letzte Mal 5-mal gestorben sind, um überhaupt hier in diesen Palast reinzukommen, wollen wir es diesmal richtig angehen. Und zwar so, dass Madame nicht davon kommt. Frage ist, wo ist Madame gerade? Wieso ist die nicht im Gästeraum, wo sie eigentlich sein sollte? Du hältst uns nicht auf! Ach, ich dachte, ich hätte die noch. Haltet ihn! Na, komm, jetzt bist du am Arsch. Jetzt kommen aber die drei nächsten. Super. Okay. Und scheinbar ist nach jedem Tod die Mission vom Neuen losgegangen, denn ich kann jetzt wieder keinen Alarm auslösen. Ah, da ist die Frau. Gut. Läuft die jetzt, oder was macht die jetzt da unten? Das würde ich gerne wissen. Ne? Kommst du raus? Oder willst du da drinnen bleiben? Ja, sie kommt raus. Wow. Komm. Eliminier sie. Eliminier sie. Ja, perfekt. Vergiss nicht, was ich dich lehrte, Marie. Oui, Maman. Die ist von Kind an. Germain, wegen Verbrechen gegen den Templerorden werdet ihr verbannt. Jeder, der dem Exilanten Schutz bietet, wird sein Schicksal teilen. Na, der Molay spricht zu mir. Ich kenne seinen Willen, Delasherr. Delasherr! Milady, Besuch für euch. Ich brauche eure Hilfe, Marie. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verschwört er sich gegen die Revolution. Im nächsten verspricht er, bei ihrer Umsetzung zu helfen. Gut. Ihr könnt diese Informationen an die richtigen Männer weiterleiten, Monsieur de Villatier? Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung des Königs gewiss. Okay. Also, sie wollen tatsächlich den König tot sehen. Was geht hier vor? Gut. Nehme ich zur Kenntnis, können wir so stehen lassen. Es ist nur die eine Frage, wie komme ich hier wieder raus? Ja, komm, dich nehmen wir noch mit. Ich kann einer weniger hinter mir herlaufen. Hallo? Lauf doch einfach mal raus, ja? Ja. Ah. Wo ist denn hier der Ausgang? Wo ist denn hier ein Ausgang? Da ist ein Ausgang. Ein Ausgang. Ja. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch komplett rausgehen und nicht. So. Nein. So, komm. Lauf weiter. Keiner sieht mich mehr. Super. Ich laufe wieder gegen einen Baum. Naja, wir haben's. Haben wir es geschafft? Können wir da rüberlaufen? Nein, scheinbar nicht. Dann laufen wir weiter. Doch, wir können rüberlaufen. Gut, wir haben es geschafft. Legendärer Phantomumhang.
Oho. Warum so schüchtern? Den legendären Phantomumhang können wir jetzt benutzen. Gut. Ich würde sagen, nächste Mission. Die Flucht. Mach mal. Aber ja, wir machen eine Schnellreise, dann geht das alles viel, viel schneller. Auf jeden Fall. Dann, ich habe wieder Geld bekommen. Gut, aber diesmal fahren wir nicht ins Café, keine Ahnung, unser Hauptquartier. Ich muss sagen, ich fand ja das beste Hauptquartier wirklich hier aus dem... Aus dem dritten Enzio-Teil aus, Revelations. Das fand ich so gut. Ich fand sowieso Revelations ziemlich cool, weil es in Istanbul gespielt hat und das Gameplay war richtig geil. Naja. Na? Was? Keine Zeit für Erklärung. Renn! Okay. So viel zum Thema, lass dich nicht erwischen, ne? So, lauf. Können wir noch heute Abend aufsteigen, Professor? Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was er da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Hab die Seile! Ich decke dich! Oh je! Ja, Flucht in den Ballon. Mach mal. Kappen. Zack. Ja, dann schieß mal auf die Leute, genau. Achtung! Ey! Mich nicht abbringen. So. Jetzt das letzte Kappen. Perfekt. Arno! Ich komm zu dir! Warte da! Ich gehe sicher nicht weg! Okay. Ich dachte... jetzt müssen wir dem hinterherlaufen. Immer muss man irgendjemanden hinterherlaufen. Es ist wirklich schön hier oben! Das solltest du sehen! Oh, was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja, dein danke. Ernst? Dein Ernst, jetzt hast sind du wir... Hast schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Ach, tatsächlich nach unten gelaufen. Hier werden bald die Dächer ausgehen! Ich hoffe, du hast einen Plan! Ja. Sehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt, auch? Lass sie! Renn schon! Irgendwie komisch, ne? Also... Immer wenn ich den zu schnell bin... Ich schaff das hier! Lauf du weiter! Oh mein Gott, wie bewege ich mich denn hier? Und wie sind gerade meine Gedanken? Wir haben mal wieder 2 Uhr nachts. So in etwa. Und das ist jetzt die wievielte Folge? Ich glaube 28. Die 6. Folge, die ich hintereinander mache. Ja, da darf man so ein bisschen dümmlich sein, ja? Komm, aber wir müssen den doch irgendwie einholen können. Dem Mongol 4.
Wurde der zu Zeiten der Revolution gemacht? Das ist der! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! 1800 wurde der, glaube ich, gemacht. Einmal kurz nachluckeln. Arno! Hey! Geht es dir gut? Sieht so aus, ne? Der erste 1783. Okay. Passt also vom Datum her. Das sind 10 Jahre Entwicklungszeit. Ja. Vielleicht haben die es ja doch auf mich abgesehen. Was hast du bloß ausgefressen? Ist eine lange Geschichte. Das würde ich auch gerne wissen, was die ausgefressen hat. Boah, wie scheiße das einfach nur ist. Das sollte ich dringend mit Napoleon besprechen. Ich glaube, das behalten wir lieber für uns. Muss ich sagen. Kommst du nun oder nicht? Doch, ich komm ja schon. Jetzt hör auf, mich so zu hetzen. Muss ja im Moment noch laufen, im Gegensatz zu dir. Trödel doch nicht so rum! Boah. Elise, du gehst mir langsam auf den Nerv. Tut mir leid, aber es ist halt so. Komm, hopp. Ja. Wir sind schon fast beim Fluss. Schneller! Ich komme! Super. Ja, gut. Ich hab's geschafft. Perfekt. Nächstes Mal. Schön. Plane ich den Fluchtweg. Aber es ist auch eine schöne Flucht. Wunderschön. Naja. Hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert? Und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise. Ich. Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Das erinnert mich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es erinnert mich an James Bond, wo der irgendwann mal in so einer, ich weiß nicht mehr, wo das war, auf jeden Fall war irgendwo am Nordpol unterwegs und dann wurde der da von so einem komischen U-Boot abgeholt, was so aussah wie so ein Felsen, Eisfelsen. Ich weiß nicht warum. Aber es erinnert mich daran. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ja, gut. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus. Ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. E. Ich würde sagen, da sind wir ganz, ganz knapp gelandet vom Fluss. Den wird schon jemand holen. Bestimmt. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, so ein Luftballon ist nicht gerade billig.
Oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht wirklich, dass das Ding billig ist. So. Was ist denn jetzt wieder los? Novize, hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Wie wär's mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere? Ich schicke jetzt die Daten. Ah. Jetzt haben wir endlich Giftgas. Das ist doch mal schön. Das ist doch super. Ja, dann würde ich sagen, diesmal gucken wir uns an, was wir alles haben. Hier habe ich auch schon das Auffüllen bekommen und verbesserte Phantomklinge, dass man nicht mehr nachladen muss. Das ist super. Ja, Schlösserknacken 3 ist auch schön. Gemeinschaftssinn brauche ich jetzt nicht. Dickeres Fell auf jeden Fall und Gruppenheilung brauche ich jetzt auch nicht. Also dickeres Fell nehmen wir auf jeden Fall. Und ja. Das wär's. Bis nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Gut. Ja, das zeige ich euch jetzt heute auf jeden Fall mal, was ich denn so alles anhabe. Glaube ich zumindest. Ja, ich habe hier Florett geholt. So ein Falkion wäre auch was. Es wäre auf jeden Fall schön mit Schaden. Ich glaube, das machen wir sogar einfach, indem wir mal zu unserer Truhe fliegen. Genau. So. Und da sind wir und ab zu der Truhe. Ja. Und ich würde sagen, nach dem machen wir auch Schluss für heute, denn ich habe auch kein Videomaterial mehr. Ja, und dann habe ich an einem Abend mal die ganze Synchronisation von einem Abend übernommen. Wieso nicht? Jetzt gibt mir mal ein geiles Falkion. Gelatineflinten. Ach ja, stimmt. Alle bekommen ja diesen neuen DLC. Aber das können wir noch nicht kaufen, weil der DLC ja noch gar nicht draußen ist. Also, dumm. Geht nicht. Schade, egal. Ich habe dann heute halt alles mal synchronisiert und dann kann ich morgen am Sonntag einfach mal nochmal aufnehmen, dass ich dann nächsten Samstag wieder synchronisieren kann. Wie sinnvoll es doch ist. Egal, jetzt hol dir dieses geile gebogene Falkion. Kein Morgenstern. Oder ist gerade Falkion? Ah, ich finde Offizierssäbel. Naja, das gebogene Falkion sieht besser aus. Ja. Komm. Komm schon. Oh, da haben wir doch das gerade Falkion. Gut. Dann wird das noch eben kurz verbessert. Und das war's dann für heute. Bis übermorgen oder zum nächsten Mal. Ja? Kaufen wir uns eben noch einen Bündelrevolver. Verbessern den auch nochmal kurz. Haut rein.